Hey, willkommen zurück zu einem neuen Part dieses wundervollen Spiels. Zwar im letzten Part einmal gestorben, aber das wird uns noch nicht aufhalten. Let's get this over. Müssen wir diese Leibwächter entfernen. My turn now. Ja, wir wissen, dass deine Zeit ist. Here we go. Keine Ahnung. Du kannst auf den draufhauen. Bring it on. Now, what next? Jo. Und drei auf ihn draufhauen. Ja, schön. Erste Hilfe. Mal da hinten schieben. Es gibt keinen logischen Weg dazu. Ja, es ist deine Runde. Ruf einfach mal deine Bogenschützen. Out of my way. I still have. Ach, nicht schon wie. I'll do my best. Schön, dass du dein Bestes versuchst, aber du bist es nicht wert. Du kannst nicht. Here goes nothing. Und beleben. That's what I'm here for. Los, verschwinde, du Wache. Letztes Gefecht. Das begrenzt sich auf alle. Warum wollte ich das? Ja, das ist eine wundervolle Attacke. An interesting dilemma. He gets. Ja,
Nochmal letztes Gefecht. Ja, einmal bitte voll heilen. Muss aber jetzt die gut. Erweiterung. War die gute Attacke von Elfen erstmal entfernen, aber man muss mit Opfer eingehen. Bring it on. Out of my way. Bring it on. I'll do my best. Jetzt Magierakete, so nervig. My turn. Here goes nothing. Und amputieren. I'll not be defeated. Well then. Endlich. Der Zorn hat ihn getroffen. Also, Ophelia, bisschen Licht wird ihm helfen, hoffentlich. Und der Dieb hat nicht mehr so viel Leben. Bitte ruhig versuchen. Erste Hilfe. That'll do her. What is the logical course of action? Objekte. Anregende Pflaume. Let's try this. Out of my way. Nein, du machst nochmal Leben klauen. He gets. My turn now. Here I go. Licht, heiliges Licht. Now, what next? Now the true lesson begins. A great inferno to scorch the land. Mama, heiliges Licht. Und wieder Leben. Letztes Gefecht. 3000. Objekte. Let's try this. He gets. You're too kind. Ja, das ist gut so. My turn now. Und du ruhst mal. My turn now. Immer ein bisschen mehr. Mehr Schaden hilft immer. Okay. Und ja. Ja, das ist gut so. An interesting dilemma. Und nochmal Objekt. Wohl. A
a gift for you. Yeah. He gets. Nochmal das Gefecht. Und Licht. Und blind ist es jetzt erstmal für 4 Runden. Verteidigen. Verteidigen. Und du setzt mal mehr Heilen ein. What is the logical course of action? How about this? Here we go. My turn. Ah, egal, was ich nehme. Und die Magie-Granate überlebt. Das ist ja egal, was der da tut. Heiliges Licht. Here we go. Okay, dann. Mal sehen. Ja. Das hier mal. Feuer. Gut so, weil das brauche ich ja auch. Und überlegen. Und hier Feuer einsetzen. Fehlt nur noch der Typ. Was kommt, fehlt denn noch? Feuer. Was war das jetzt gerade? Nichts war das. Gut. Hat auch eine Schwäche gegen diese Waffe. Und du musst wieder eine Runde ausharren. Außer wir schauen schon mal an, wie gut dein letztes Gefecht aussieht. Pfeil war es, was noch fehlte. Dann einmal schön draufkloppen mit letztem Gefecht. Hätte mir mehr erhofft.
here too. Well then, here I go! Okay, Emma, kurz alle heilen. Schöner Blitz. Und ich bräuchte wieder ein paar neue FP-Punkte. Und du hol dir mal eigentlich mal neue Pflaumen. Doch nicht wie. Here we go. Lach nicht so viel. Das kann man nur zu deinem Nachteil nutzen. Rufe die Ritterin nochmal. Möge der Pfeil es durchbohren. Und du sammelst mal. Und du gibst dir jetzt mal selber eine Pflaume, du Pflaume. Hau doch nicht die Ritterin. Hau lieber dich selbst. Und was fehlt mir jetzt noch? FP-Punkte. Here we go. Los, ich brauche endlich mal die. Ja, gut. Feuersturm. Oh, hätte ich doch nicht so viel Mühe mir geben müssen. War ja so schwach noch. Aber viel Geld wenigstens. Anregende Pflaume, Kopf oder anregende Pflaumen. Von einem Dieb aufs Kreuz gelegt. Welche Schande. Da ihr jetzt nicht mehr voll viel. Nicht mehr viel forschen werdet, nehme ich mir den hier einfach. Und nun zurück nach Felsfall. Bestimmt hat Heathcote neue Befehle für mich. Hurra! Ich bin zurück. Gesund und munter, freut mich sehr, Herr Sirio. Ich habe den Drachenstein mitgebracht. Tatsächlich, der Rubinstein. Ohne jeden Zweifel. Ihr habt meinen Dank. Er hält lediglich seinen Teil der Abmachung ein. Herrin, dafür hat er keinen Dank verdient. Immerhin muss er noch die beiden übrigen Steine zurückbringen. Ich finde, er hat es verdient, dass wir ihn den Reif abnehmen. Halt, überlegt erst, was ihr da gerade sagt. Ich bitte um Verzeihung? Es gibt keine Garantie, dass ich mein Versprechen einlöse, wenn ihr den Reif jetzt abnehmt. Ich glaube schon, dass ihr das tun werdet. Und warum? Ihr seid augenscheinlich nicht der Typ, dem Verantwortung einfach gleichgültig ist. Und ihr scheint jemand zu sein, der anderen gegenüber viel zu gutgläubig ist. Glaubt mir, gleichgültig wie viele vertrauen
ihr gleichgültig? Wie viele vertraut ihr einem niemanden Unversierten? Er wird euch betrügen. Also tut euch selbst einen Gefallen und baut eine Mauer um euch herum, bevor ihr verletzt werdet. Mr. Therion? Herr Therion? Bitte, Herren, es reicht. Ich gebe es zwar ungern zu, aber er hat recht. Es ist besser, den Reif noch nicht zu entfernen. Wenn ihr darauf besteht. Also, wo finde ich den nächsten Stein? Ich habe ein wenig recherchiert und ihn in Quellborn ausfindig gemacht. Irgendeine Ahnung, wo in Quellborn? In der Stadt gibt es einen Schwarzmarkt. Woher weiß er von dem Schwarzmarkt? Nur jene, die dort Geschäfte machen, sollten ihn kennen. Ich wusste, dass er kein gewöhnlicher Diener war. Das Marktdrangstein soll dort verkauft werden. So behauptet es zumindest meine Quelle. Dann mache ich mich auf den Weg. Viel Glück, Herr Therion. Ihr braucht mich nicht hinaus zu begleiten. Es wäre für uns beide Zeitverschwendung. Aber auf Wiedersehen. Bitte, belastet euch nicht mit Sorgen um ihn, Frau Ravus. Selbst ein Mann wie er hat eine Würde zu wahren. Würde? Auch wenn er ein skrupelloses Leben führt, hält ihn seine Fähigkeit als Dieb am Leben. Natürlich ist er stolz auf diese Fähigkeit und vertraut darauf, doch wir haben sie gegen ihn eingesetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass es ihm zusetzt, Mitgefühl und Wertschätzung ausgerechnet von jenen zu erfahren, die ihn aufs Kreuz gelegt haben. Würde er nicht so empfinden, hätte ich ihn für ungeeignet gehalten, diese Aufgabe zu erfüllen. Ich verstehe. Er ist ein Mann mit viel Stolz. Herrin? Entschuldigung, Heathcourt, aber ich kann diesen Ausdruck von Einsamkeit in seinem Gesicht nicht vergessen. Er erinnert mich an mich selbst, als ich damals... Ist dem so? Ja, aber nach außen gibt er sich vielleicht rau, aber ich habe gespürt, dass er in Wahrheit ganz anders fühlt. Und so setzte Therions Reise fort. Sein nächstes Ziel, der Smaragdranstein. Also macht er sich in die Stadt Quellborn im Sonnenland auf und zu der Brutstätte der Niedertracht, die ihn dort erwartet. Stand die schon immer da? Okay, Reisige. Das also ist ein Drachenstein. Nun, er ist wunderschön. Hä? Ein Haar. Ich hätte nie gedacht, dass ihr religiösen Typen viel auf Edelsteine ergebt. Die Mineralienwerte interessieren mich nicht, wenn ihr das meint. Aber ich spüre eine eigenartige Macht in diesem Stein. Das muss ich so stehen lassen. Auf diesem Gebiet kenne ich mich nicht aus. Auf jeden Fall ist er nicht schlecht, wenn jemand wie ihr so für
schöne Edelsteine illustriert. Auf jeden Fall ist es nicht schlecht, wenn jemand wie ihr sich für schöne interessiert. Aus welchem Grund auch immer. Was meint ihr denn damit? Ich meine, die meisten Mädchen eures Alters tragen doch gerne Broschen und Armreife, oder? Wenn ihr mich fragt, gibt es keinen besseren Platz für Edelsteine als das Handgelenk einer hübschen jungen Dame, wie ihr es seid. Also, ihr wollt mich wohl aufziehen, was? Nun, ich denke, dieses Gespräch ist jetzt vorbei. Hä? Ich fühle mich einfach nur, hä? Das ist auch gerade schief gelaufen. Mal gucken, ob es auf der Weltkarte hier unten Quellborn. Aber ob es noch hier oben was gab. Noch einmal schnell herumschauen. Ein paar neue Leute sich hinzugesellt haben. Oh, sieht nicht so aus. Alles beim Alten. Okay. Und er steht nicht da. Dann war es auch wohl mit dieser Stadt. Die Weltkarte sagt, das nächste Ziel möge mal sehen, welches Kapitel wäre denn eigentlich am besten von der Stufe her? Eigentlich Primrose. Der Weg dazu würde eigentlich keine Ahnung wo lang gehen. Darüber müsste man sich nochmal erkundigen. Stillschnee kenne ich in Ordnung bisher noch nie gehört. Vielleicht muss man auch über den Weg hier rumgehen. Was meinst du? Muss man sehen, ne? Oder es werden erstmal die ganzen Höhlen in der Umgebung mal kurz erkundet. Das entscheidet ich und mein Kollege kurzfristig. Das war's auch mit dem Part. Es war ja eigentlich nur ein Bosskampf und das Ende des zweiten Kapitels, aber besser als nichts. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.